Bei diesem Buch, muss ich zugeben, bin ich ein bisschen überrascht gewesen, als Gabi Baumann von Arx, also die Verlegerin, mir das Buch präsentiert hat. Willst du das wirklich verlegen? Habe ich sie gefragt. Ein Buch über eine Frau, die mit Geistern, mit Toten redet. Wenn wir jetzt unbedingt auch noch Geister aus dem Jenseits wecken, haben wir dann mit dem Trump und dem Putin und dem Erdogan nicht schon genug lebende Gespenster auf der Welt? Ich habe dann im druckfrischen Buch nachgelesen und auf Seite 19 eine Stellungnahme von der Autorin gefunden, die mich neugierig gemacht hat. Ich zitiere. Ich bin Dolly, 43, geboren und aufgewachsen im Emmental. Schon als Kind konnte ich Verstorbene sehen. Seit 14 Jahren arbeite ich als Medium in einer Praxis in Zürich-Oberland. Ich habe dieses Buch geschrieben, um den Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen. Dolly Rösli hat in England das College für Spiritualismus und Psychologie besucht, in einem alten Schloss übrigens, wo aussieht wie Harry Potter. Und dort hat sie mit anderen talentierten Geisterseher ihre Fähigkeiten, ihre Gabe vertieft. Mit dem Ziel, den Menschen zu helfen. Menschen, die zum Beispiel den Tod von geliebten Personen nicht verkraften können. Menschen, die Abschied nehmen wollen, die vielleicht den Verstorbenen etwas zu sagen hätten, bevor sie endlich Seelenfrieden finden können. Was Dolly Rösli in diesem Buch schreibt, muss ich sagen, ist zum Teil für mich ein bisschen irritierend und verstörend. Aber sie stellt glaubhaft dar, dass sie niemand von gar nichts möchte überzeugen, sondern dass sie einfach nur helfen will mit ihren Mitteln und ihren Möglichkeiten. Sie macht das mit Respekt vor den Menschen und mit grossem Einfühlungsvermögen. Ich begrüße herzlich auf der Bühne unseren ersten Gast, Dolly Rösli. Wann hast du das erste Mal festgestellt, dass du kannst mit dem Jenseits kommunizieren? Also ich selber habe das so nicht können unterscheiden und feststellen, aber meine Eltern haben dann so im Alter von 3, 4, 5 Jahren durch meine doch ein bisschen schrägen Aussagen festgestellt, das stimmt irgendetwas nicht ganz. Und es ist dann vielleicht so, dass die Eltern auch gedacht haben und Grosseltern, die nebenan gewohnt haben, ja, die kleinen Kinder haben eine grosse Fantasie und haben da ihre imaginären Freunde. Dem war dann halt nicht ganz so. Die Fantasie ist bei mir nie ganz weg. Die Fantasiebilder sind geblieben und sind für mich real gewesen. Und durch die Fragereien von der Mutter, vom Grossvater, sind sie dann darauf gekommen, dass der Mann, den ich immer wieder bei mir habe, der Grossvater ist. Also von meinem Grossvater, sein Vater, mein Urgroßvater, muss ich korrekterweise sagen. Und da sind dann Kontrollfragen gekommen. Was ist denn so? Was hat denn der so gern gemacht? Und ich als Kind habe dann gedacht, ja, der hat gern gejasset. Und dann musste ich sagen, ja, der hat 3 Freunde gehabt, die haben alle gleich geheissen, nämlich Jakob. Und das hat dann gestimmt. Jeden Freitag ist er mit diesen Freunden gejassen und dem haben sie den Köbeli-Club gesagt. Und das konnte ich nicht wissen mit 4, weil der Urgroßvater im 66 bereits gegangen ist, bevor ich 10 Jahre später auf die Welt gekommen bin. Dann sind auch noch andere Aussagen gekommen, wie dass er vorne in unserem Dorf auf dem Mösli gewohnt hat. Und das Mösli hat früher der 2, 3 Häuser gehabt, die abgerissen worden sind, unter anderem sein Geburtshaus. Und das habe ich dann eben spazieren. Meinem Grossetti gesagt, ich weiss, dein Papi hat hier gewohnt, genau da. Und dann ist er natürlich auch verschrocken, weil ich habe das nicht aus der Familiengeschichte erfahren. Ja, was haben die Eltern gesagt? Sie waren nicht erschüttert gewesen. Und das ist doch echt verblüffend, oder? Ja, am Anfang haben sie es als eine kindliche Fantasie abgetan, aber mit der Zeit sind sie dann wirklich verschrocken und haben gemerkt, das ist jetzt nicht irgendwie ein Firlefanz. Das müssen wir ernst nehmen. Und Gott sei Dank hatte ich jetzt Eltern und auch Grosseltern, die mir das gelassen haben. Aber mir ganz, ganz fest das Herz gelegt haben, gehe ich ja nicht raus mit dem. Da erzählt niemandem etwas, das ist gefährlich. Weil es gibt viele Leute, die glauben nicht an das Ganze.
Und dazu sage ich dann immer wieder, ich bin aufgewachsen im Emmental in einem Fischerdorf. Nur haben wir keinen See gehabt. Wir haben aber dafür ganz viele Fischli an den Autos gehabt. Und darum musste ich also wirklich vorsichtig sein. In der Schule? Wie ist es in der Schule gegangen? Ich meine, irgendwann willst du das mitteilen? Hast du einen Freund? Willst du ihm sagen, du, hör mal, im Fall dein Grossvater? Ja. Nein, habe ich wirklich nicht. Ich habe geschwiegen. Ich habe gehört, ich habe beobachtet, ich habe gesehen, ich habe geschwiegen. Ich habe Tagebücher gefüllt mit all den Wesen und Emotionen, die dadurch gekommen sind, dass ich es wieder los können werden. Aber ich habe wirklich geschwiegen bis 18, 19. Und dann hast du es wissen? Dann wollte ich es wissen. Ich hatte eine Begegnung im Zug. Eine Dame ist mir vis-à-vis gesessen beim Französischbüffel auf dem Weg in die Schule. Und die Dame hat dann beim Aussteigen einfach eine lapidare Bemerkung gemacht, kurz zusammengefasst: Mädchen, du bist nicht normal. Nicht normal, sondern normaler als andere. Du hast eine Gabe, du musst lernen, mit dem umzugehen. Und hat mir eine Karte in die Hand gedruckt. Und mit dem bin ich dann am Abend heim zu meiner Mutter. Und ich fand, ja gut, dann gehen wir mal dorthin. Und an dieser Adresse ist mir erklärt worden, was ich bin, was ich kann und was ich daraus machen soll. Und so bin ich dann kurz über lang auf das England gekommen, in das Arthur Findlay College mit 19. Und habe eigentlich nur eine Idee gehabt, also wenn dort so Profis sind, die Leute so ausbilden, wie ich bin, dann lernt man es doch sicher auch abstellen. Also ich wollte es eigentlich loswerden. Ich wollte normal sein. Also wenn du sagst, du warst in einem College, wo alles Sehende waren, bist du dir nicht ein bisschen aufgefallen? Also ich stelle mir die Sehenden immer sehr speziell vor. Ja, also vielleicht bin ich schon ein bisschen aufgefallen. Erstens war ich die Jüngste mit 19. Das Durchschnittsalter war damals 50 plus. Ich bin ganz zuhinterst in diesem Eckeli gesessen am Anfang, habe mich fast ein bisschen versteckt, weil ich hatte damals auch schon gerne hohe Schuhe gehabt und ein Make-up getragen. Und bin mit, ein bisschen mit der Mode gegangen. Kurze Röckli sind dann gerade so in. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, als ich dort ankomme, da passe ich gar nicht rein, weil ich habe nicht siebenfarbige Schäle und Heiland-Sandalen an. Und von dem her habe ich dort schon eher ein bisschen eine Aussenseiterrolle eingenommen. Das stimmt schon. Ich entspricht vielleicht nicht ganz dem Image. Und wie sind die mit dir umgegangen? Ja, also zuerst so ein bisschen auf Distanz und dann haben sie dann relativ schnell gemerkt, dass auch die Lehrer, die uns hier unterrichtet haben, das Augenmerk haben. Und ich halt dann auf der Bühne ja geschafft habe, dass das gepasst hat. Und dann sind sie dann wieder einen Schritt auf mich zugekommen. Und ich muss so sagen, mir spielt das keine Rolle, wie ein Mensch gekleidet ist. Ein Mensch ist eine Seele und das, was wir tragen, ist Äußerlichkeiten. Wie lange bist du denn da? Immer wieder, mehrere Mal, manchmal wochenlang, manchmal bin ich ein paar Monate da, manchmal bin ich noch für ein Wochenende angereist. Das kann ich so jetzt. Ich habe es noch nie zusammengezählt, ehrlich gesagt, aber immer wieder, über Jahre immer wieder. Wie muss man sich die Ausbildung an so einem Seher-College vorstellen? Da kommen von der ganzen Welt Menschen zusammen mit unterschiedlichen Bedürfnisfähigkeiten und Interessen. Es ist so, dass dort dann auszeichnete Medien nach dem englischen Standard Spiritualismus unterrichtet. Und die sind übrigens auch eher modern und schick angelegt und nicht so einem Klischee entsprechend. Man lernt dort vor Leuten arbeiten, man lernt seine Fähigkeiten sehen, das hören, das fühlen etc. vertiefen. Man kann dort auch üben, was man ja da so in der freien Wildbahn nicht einfach so kann im Zug jemanden ansprechen. Übrigens, die Opa ist noch da und der hat mir jetzt gerade gesagt, so und so. Also das macht man nicht. Also man lernt auch ethische Aspekte und ja, Sicherheiten, dass das, was wir wahrnehmen, echt ist und nicht irgendwie ein Hirngespinst ist oder eine Erkrankung. Jetzt bist du also zurückgekommen, hast die Ausbildung gemacht und dann ist es losgegangen. Dann hast du angefangen, quasi professionell. Nein. Das ist alles sehr schleichend gekommen. Ich bin ja wirklich mit dem Gedanken darüber loswerden und dann habe ich gesehen, dass man auch Gutes tun kann. Ich habe dann das erste Mal Medialität überhaupt erfahren, dass man eine Demonstration medialer Fähigkeiten, dass da Menschen und Medien auf dieser Bühne stehen und Kontakt vermitteln und die Leute ergriffen sind. Und ich dachte, ja gut,
irgendwo könnte ich denn das irgendwann mal noch brauchen. Aber im Moment wollte ich eigentlich nur eins: verstehen, abstellen, kontrollieren. Ja, und dann habe ich angefangen zu reden, auch die Heide hier in der Schweiz mit allen Freunden, Kollegen und der weiteren Verwandtschaft. Da ist man auf die oder auf die Meinung gestossen, also auf offen oder auf zu. Und so ist dann gekommen, dass einer zum anderen eine Sitzung wollte und gesagt: Kannst du mal helfen? Du, meiner Freundin ist der Papa gestorben, könntest auch mal schauen. Ich bin eigentlich reingerutscht, ich habe es nicht gesucht. Die Menschen sind immer mehr auf mich zugekommen, nebst meinen ordinären Berufen. Habe ich am Abend gearbeitet, am Samstag gearbeitet, am Schluss am Sonntag noch eine Sitzung gegeben, dass ich dann gesund gesagt habe, also gut, wenn ihr hier oben wollt und alle da wollt, dann gebe ich meinen offiziellen Job auf und dann habe ich eigentlich meine Praxis eröffnet. Damals warst du noch quasi Störseherin, du bist in der halben Schweiz umhergereist. Ja, Störseher, also sehr... Der Köch sagt man doch so, Störköch. Okay, noch nie gehört, das ist gut. Also dann sagt man sogenannte Demonstration medialer Fähigkeiten, dass man öffentliche Veranstaltungen macht, wo man vorne steht und für das Publikum Kontakt macht. Und da ist es so, dass wir miteinander zum Teil in Basel waren. Wir sind in Chur, wir sind in Schaffhausen, wir sind quer in die ganze Schweiz. Das mache ich heute schon auch noch, aber grundsätzlich meine Sitzungen gebe ich in der Praxis bei uns im Ahrtal. Wie muss ich mir das vorstellen in der Praxis? Abdunkelter Raum, Brokatteppich, Vorhang, eine Glaskugel, Stirnband, Räucherkerze. Genau. Nein, ich sitze so dort oder manchmal auch sehr sportlich in Turnschuhen. Und der Raum ist sehr leicht durchflutet und hat zwei sehr bequeme Stühle, wo man sich so wie wir zwei jetzt hier vis-à-vis sitzt. Es hat kein Klischee. Und ich muss dazu sagen, in unserer Praxis ist es das so, dass ich der Paradiesvogel bin mit meinem Thema. Die anderen sind alle Physiotherapeuten, Osteopathen und Spitzensportler gehen bei uns ein und aus. Also ich werde geduldet. Also jetzt komme ich hier hin und sage jetzt wohl, ich würde gerne mal wissen, wie es bei meiner Familie aussieht. Nein, sie sagen Großvater ist gestorben. Nein, eben gar nicht. Den Termin machst du bei mir über das Sekretariat. Ich möchte keinen Kontakt haben, ganz bewusst vorher keinen Kontakt haben zum Kunden, weil ich will nichts wissen. Die Gefahr ist immer sehr gross, dass man mir sehr schnell erzählt und oh, ich habe das und ich bin da wegen und das ist so viel schwer und überhaupt. Ich fange ganz neutral an. Ich platziere dich, nehme dir Platz, erkläre jetzt, dass ich es aufnehme, dass man sich entspannen kann, dass man sich nicht alles merken muss durch die Aufnahme. Und dass ich kurz die Augen schliesse und dann bin ich wieder da und dann tue ich erklären, wer alles da ist. Und dann können das auch 1, 2, 3 sein und ich beschreibe die jeweiligen Verstorbenen. Was heisst 1, 2, 3? Ja, eben Verstorbene. Wesen. Mehrere? Ja. Mhm. Es gibt sehr. Also, gleichzeitig mehrere? Ja, gleichzeitig mehrere. Also genau. Ein Gruppensehen. Ja, eine Gruppe. Also, nein, es ist so, dass ich dir natürlich so wahrnehmen kann, wie du hier sitzt. Oder manchmal ein wie ein Hologramm, das flackert. Und wenn ich hier die drei netten, schönen Damen anschaue, dann sehe ich das auch so mit den Verstorbenen. Dann fange ich mit der ersten Dame an, die beschreibe, mit dem Verwandtschaftsgrad oder der Freundschaft, wie sich die aufgebaut hat, mit Charaktereigenschaften, Todesursache oder irgendwelche speziellen Hobbys, was sie halt von sich preisgeben. Dann tue ich die Dame in meine Hosentasche. Ich habe so ein Five-Packet-System. Je mehr Personen da sind, der geistige Welt, brauche ich ein System, um es zu versorgen. Dann tue ich es hier in die eine Hosentasche. Und dann habe ich hier vielleicht den Opa. Und den beschreibe dann tue ich hier in die Hosentasche. Und wenn wir dann noch einen netten Nachbar haben, der sich auch noch möchte äußern, dann tue ich den in die Fülltasche. Und so nehme ich die wieder vor, damit ich auch immer weiss, wer was ist. Und dann erklären sie sich dann, erklären, warum sie da sind. Und die Verstorbenen erklären mir auch, warum du als Kunde hier bei mir sitzt. Das will ich nicht von dir, sondern aus der geistigen Welt. Also wie machen sie das? Per Gespräch, ja, oder per Bilder? Siehst alles. Du Bilder oder siehst du ganze Kommunikation? Es ist alles miteinander. Manchmal, ich sehe mir fast so vor, es sind manchmal so wie drei, vier Fernsehkanäle, die miteinander laufen, mit Ton, mit Bild, mit Emotion.
Also sie brauchen mich wie einen Computer, alles was ich zwischen den zwei Jahren abgelegt habe und mal gelesen, gelernt und gesehen habe, können sie aktivieren. Das heisst, der Verstorbene kann zum Beispiel in mir das Bild vom schiefen Turm von Pisa aufholen und dann frage ich in Gedanken, ja, ist das was, Wohnort XY? Und wenn er gibt dann mit Antwort, ja, da habe ich gewohnt. Und dann sage ich meinem Kunden natürlich nicht, ich sehe den Schiefen, also ich habe ein Bild vom Pisa-Turm und so, sondern ich sage, er sagt mir, er ist in Pisa geboren. Und so setzt sich zusammen über Symbolbilder, über innerliches Sprechen mit dem Verstorbenen, wie ein Selbstgespräch, das hier abläuft. Und Gefühl, viel Emotion. Kann man dann von einer gewissen Trefferquote ausgehen? Ja, wie viel triffst du jetzt, wenn du mit jemandem redest? Also im Normalfall stimmt das schon, was ich erzähle, ja. Also es ist jetzt nicht, dass ich da einen Vorpunkt erzähle. Du erzählst es ja nicht, man erzählt es ja dir, du gehst ja noch weiter. Genau. Also es ist meistens... Man schon erwarten, dass deine Jenseits ein bisschen ehrlich sind? Das sind sie, definitiv. Darum kommen sie oft auch. Und manchmal ist die Ehrlichkeit nicht gerade das, was man hören will. Ah, gibt es denn Sachen, die du nicht weitergibst zum Beispiel? Doch, natürlich, ich gebe es dann schon weiter, aber das ist halt manchmal nicht das Bequemste. Die Wahrheit ist nicht immer nett. Und das ist auch mein Job. Manchmal muss ich auch Sachen sagen. Und ich bemühe mich dann immer sehr höflich, anständig und vortastend zu sein, wo man vielleicht nicht erwartet oder wo man vielleicht nicht so gerne hat. Wie zum Beispiel, dass es vielleicht der biologische Vater halt ein Haus weiter hinten gewohnt hat. Eben, das ist der Nachbar, der du gefüttert hast. Ja, genau, zum Beispiel. Nein, ich tue es auch immer gerade alles ablegen. Du machst du es auch Fremdsprachen? Nein. Also die geistige Welt bedient sich mir wirklich so, wie ich sie zur Verfügung stelle. Und das ist Deutsch und noch ein passables Englisch. Und das biete ich auch an. Aber es gibt keine Sprachbarriere. Die geistige Welt braucht mich wirklich, wie ich bin. Und wenn ein Japaner zu mir möchte oder ein Tschech, dann wird er sich mit mir Deutsch unterhalten. Es gibt keine Barriere. Walliser hast du auch schon gehört, ja. Das ist ja eine absolute Herausforderung. Ja, Walliser sind eine grosse Herausforderung. Vor allem, als ich 2003 das erste Mal auf Grächen eingeladen wurde, bin, um zu arbeiten, eine Woche, war eine grosse Schwierigkeit für mich, eigentlich der Lebendige zu verstehen. Also ich habe die Verstorbenen besser verstanden. Und die ganz interessante Geschichte war, dass ich dann eben so 3 oder sagen wir jetzt 5 von diesen vielen engen Verwandten, und im Wallis sind alle miteinander bekannt und verwandt, habe ich da beschrieben. Und der Kunde ist wieder gegangen, dann ist die nächste Dame gekommen. Und dann sind noch 3 weitere hier noch gestanden von der Verstorbenen. Ich sagte, hey, jetzt müsst ihr gehen, jetzt kommt der Nächste, oder? Und dann hat sie gesagt, stur. Und dann ist dann rausgekommen, aha, die vorherige Tante ist jetzt hier die Schwester. Und der Cousin ist jetzt der Bruder und der Onkel ist der XY. Also der Vater von Brüder, das ist ja alles normal. Nein, also lang. Es war also eine sehr herausfordernde Zeit und habe viel gelernt durch diese Verbindungen und die Sprache. Es war lustig. Also ich selber arbeite in einem kreativen Beruf und ich arbeite eigentlich immer rund um die Uhr. Es schafft immer. Es schafft, wenn ich schlafe, wenn ich dusche, wenn ich Küche, Hilfe machen, natürlich nur ganz Low-Niveau. Es schafft einfach immer. Wie ist das bei dir? Schafft das immer? Siehst du immer? Nein, ich kann abschalten, Frank. Vielleicht müssen wir noch ein Training machen miteinander. Ich schalte ab. Ich bin on and off. So wie ihr einen Computer einschaltet und wieder ausschaltet, schalte ich auch das System eben aus und ein. Und es wäre ja sonst so, dass ich überall immer würde Verstorbene wahrnehmen. Das ist sehr unangenehm. Und klar nehme ich manchmal vielleicht Emotionen, Gedanken mit heim, Schicksale, die mich auch bewegen, die mir Alltag begegnen. Aber am Abend ist finito, ich gehe schlafen, ich nehme ein gutes Buch in die Hand, ich lese, bis mir die Augen zufallen und dann schlafe ich tief und fest und träume nicht von der geistigen Welt. Gibt es eine Botschaft von dir, einen besonderen Hintergrund, warum du das machst? Ja, also damals war wirklich der Grund, zu sehen, dass es mich wahnsinnig berührt hat, als ich sehe, was mit anderen macht. Und ich habe gesagt, ich möchte helfen, wenn mir das in die Wiege gelegt worden ist, ein bisschen Sinn haben.
ich möchte helfen. Und vor allem das da, das Buch oder das Schreiben, ist für mich ein Teil Verarbeitung von meiner Kindheit, die nicht immer so einfach war mit dem Ganzen. Und vor allem wirklich die omnipräsente Angst vor dem Absoluten, das kommt, der Tod gehört zum Leben. Und wir reden nicht darüber, es ist ein Tabuthema. Und wir sollten lernen, besser damit umzugehen. Und auch mit Hinterbliebenen besser und anständiger umzugehen. Und mehr Verständnis. Also, wir reden so gerne über Babys, die geboren werden, stundenlang. Aber über die Beerdigung und über den Tod wird geschwiegen. Und das ist nicht richtig. Du hast mit 3, 4 Jahren gesagt, angefangen, mit dem Jenseits zu kommunizieren. Du hast 3 Kinder. Tut man das eigentlich vererben? Man sagt es. Und wir sehen jetzt, was daraus entsteht. Wir haben hier in diesem Raum ganz viele. Viele von uns, wir alle, haben unsere Sinne auch übersinnlich nutzbar. Das Bauchgefühl, das kennen die meisten. Und ob dann meine Kinder mit der Unterstützung von mir eines Tages, wenn sie gross erwachsen sind und auf ihrem Weg sind, etwas damit möchten machen, bin ich da, aber fördern tue ich es nicht. Danke vielmals, Toni Röschli.